Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Wie in meinem Douglas-Haul schon angekündigt, habe ich mir den Rituals Adventskalender geholt. Ich freue mich so drauf! Ich habe ihn ja ein bisschen günstiger gekriegt, weil ich ja bei diesem Singles Day am 10.11., also das ist heute, eingekauft habe. Eigentlich ist der Singles Day am 11.11., das ist dann ja online ganz, ganz viel, weil das ja dieses Jahr Sonntag ist, das ist ein bisschen blöd. Aber naja, ich habe den ja 20% günstiger gekriegt, damit hat er nicht 59,50 € gekostet, sondern 47,90 €, glaube ich. Ich freue mich so drauf, weil ich liebe Rituals, ich liebe es. Wirklich. Aber ich fand das immer so, so teuer. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, Claudi, jetzt kannst du dir mal was gönnen, hol dir den Adventskalender, dann bist du auch glücklich. So, passend für ein Adventskalender-Video habe ich natürlich einen entsprechenden Print auf meinem T-Shirt, diesen wunderschönen Pinguin. Ich stehe auf sowas. Ich werde alle Türchen öffnen. Wenn du also nicht wissen möchtest, was in dem Kalender drin ist, dann solltest du dir leider nicht dieses Video angucken, sondern vielleicht ein anderes. Ja, das wäre ganz sinnvoll. Allen anderen würde ich einfach mal sagen, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Sieht er nicht wunderschön aus und so hochwertig mit dieser Schleife und allem? Oh, ich liebe ihn jetzt schon optisch. Ohne den Inhalt finde ich den schon mega cool. Hm? Da steht jetzt das schöne Stück, der Tannenbaum. Ist er nicht wunderschön? Wir gucken mal ran. Von Rituals of Ayurveda haben wir eine Handwaschcreme. Mega schön. Gefällt mir. Rituals of Ayurveda habe ich aktuell tatsächlich auch bei mir im Badezimmer stehen, an der Dusche. Das habe ich als Bodylotion zurzeit. Gefällt mir vom Duft nicht so ultramäßig, aber als Waschlotion, als Seife, wird mir das auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ja, nur halt als Duschcreme ist es nicht ganz so meins. Die Nummer 2 ist der erste Adventssonntag. Und drin ist eine Duftkerze. Leute, ich stehe auf Duftkerzen. Gerade jetzt so in der Herbst- und Winterzeit, da kann man gar nicht genug Duftkerzen haben. Watermelon and Pomegranate. Richtig gut. Riecht nach einem richtig schönen Duft. Und ich, kleiner Spoiler, ich weiß ja, dass in jedem Adventssonntag eine Kerze drin ist, weil 4 Adventstage. Ja, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ist 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. In der Nummer 3, die ich sehr schwer rausgekriegt habe, haben wir drin ein, ich glaube, Massagegel, ne? Ein trockenes Körperöl. Ja, das ist auch ein Ritual of Ayurveda. Nicht mein Lieblingsduft von Rituals, muss ich sagen, aber ja, richtig cool, dass sowas mit drin ist, denn ich mag Massageöle, kann man gut gebrauchen. Die Nummer 4 ist ein Ritual of Karma Shower Foam. Richtig gut. Oh, das riecht schön frisch. Das mag ich gerne. Das ist gut. Holy Lotus and Organic White Tea. Ja, das mag ich. Das freut mich. Schön. Oh ja, die Nummer 5 ist ein Ritual of Sakura. Die Duftrichtung mag ich auch richtig gerne mit Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Yum, yum. Und hier haben wir eine Body Cream. Herrlich, Leute. Also, oh, wie das riecht. Oh, richtig, richtig gut. Nom, 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 nom. Gefällt mir. Nikolaus war winzig, winzig klein und wir haben hier drin The Ritual of Namaste Hydrate, eine Ampulle mit Hydrating Booster, was dann ja quasi Feuchtigkeitsbooster ist. Hier ist die Ampulle drin, jo, aber wirklich klein, also für Nikolaus ist es doch etwas klein, aber ich finde es schön. Das ist auf jeden Fall mal was anderes, das gefällt mir trotzdem. Mensch, ist ganz schön abwechslungsreich mit den verschiedenen Rituals hier. Hier habe ich The Ritual of Dao.
Brightening peace and tranquility into your life. Night Balm for the Hands. Das ist eine Nachthandcreme. Finde ich auch gut, denn ich benutze jede Nacht Handcreme. Das heißt, ich habe immer neben meinem Bett auch eine Handcreme stehen, damit meine Hände auch schön in der Nacht dann noch die Feuchtigkeit bekommen oder haben. Und das ist mit White Lotus und Jiren. Geil. Es riecht sehr, ja, wie soll ich das sagen? Sehr erdig. Sehr natürlich, aber es gefällt mir. Finde ich richtig gut. Sowas ist eine schöne Geschichte für abends. Ja, das ist super. Und es sind wirklich unterschiedliche Duftrichtungen drin und das gefällt mir. Die Nummer 8 ist Ritual of Samurai Cool Down. 2 in 1 Shampoo und Showergel. Das ist wahrscheinlich eher was für Männer. Organic Bamboo and Deep Sea Minerals. Da wird sich mein Freund wieder freuen, weil er auch was hat. Ich finde das immer so geil. Dann mache ich meinen Adventskalender auf und dann sind Sachen für ihn drin, ne? Ja, das ist männlich. Das bekommt ihr definitiv. Die Nummer 9 ist der nächste Adventssonntag. Wieder eine schöne Kerze. Ja, gleicher Geruch. Oh. No, no. Die Nummer 10 ist eine Nagelfeile. Na, gucke mal. Sowas kann ich gut gebrauchen. Ich benutze lieber Bananafeilen, muss ich sagen. Weil mit Gelnägeln ist es immer so eine Sache. Aber finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig, dass Rituals sowas auch in dem Sortiment hat. Ich dachte, die haben wirklich nur so Körperpflege. Aber ja, finde ich gut. Kann ich gut gebrauchen. Jetzt haben wir eine 11, wieder The Ritual of Sakura. Und hier haben wir ein Shampoo drin. Yay, richtig gut. Ich liebe Shampoo und vor allem ist es echt eine gute Größe. Also schön groß, das gefällt mir. Oh ja, das riecht so, so gut. Argan Oil in Shikakai. Shikakai. Ach so, das ist ja interessant. Ich wusste gar nicht, dass diese unterschiedlichen Rituals, also Rituale, sage ich mal, auch unterschiedliche Gerüche haben. Witzig, finde ich witzig. Finde ich wirklich witzig. Aha. Sehr cool. Ja. Ne? Shampoo. Die Nummer 12 ist wieder sehr klein. The Ritual of Happy Buddha. Eine Seife. Oh, die riecht gut, aber ich habe jetzt nicht so mit Sweet Orange and Cedarwood, also das ist sehr, sehr männlich, dieser Geruch. Ich habe jetzt leider nicht so das Bedürfnis nach Blockseife in meinem Leben, muss ich gestehen. Also ich mag lieber Flüssigseife, diese Pumpseife, also wie das halt hier in der 1 auch drin war. Mal gucken, ob ich das verwende, ansonsten wird es halt weitergegeben. Oh, das war schon die Halbzeit! Nein! Die Nummer 13 ist The Wonder Mask Purifying Face Mask mit Charcoal and Black Mud. Ist wahrscheinlich zum Selbstanrühren, weil du hast ja auch noch so einen Spatel mit dabei. Reinigende Gesichtsmaske hilft Unreinheiten und abgestorbenen Hautzellen zu entfernen und fördert die Zellerneuerung. Enthält reinigendes Gasulpulver, reines Kaolin, reinigenden schwarzen Schlamm und Bambusholzkohlepulver. Das für seine antioxidative Wirkung bekannt ist. Das Ergebnis eine tiefen, gereinigte, zarte und glatte Haut. Anwendung. Einen gehäuften Esslöffel Pulver mit ein paar Tropfen Wasser in eine Schüssel geben. Beides miteinander vermengen, bis es eine cremige Paste wird. Jo. Also zum selber anrühren mit diesem Spatel. Finde ich witzig, werde ich mit euch zusammen austesten. Yay, Maske. In der 14 haben wir wieder ein Ritual of Sakura drin. Dieses Mal, Softening Rice Scrub. Ist das ein Scrub, also quasi ein Peeling? Ja, ein Duschpeeling. Mega. Das heißt, ich kann dann schön das Ritual of Sakura unter der Dusche zelebrieren. Und das riecht auch wieder so schön rein. Organic Rice Milk and Cherry Blossom. Ja. In der Nummer 15 haben wir Miracle Wipes. Organic Aloe Vera and Lotus Flower Make-up Cleansing Wipes. Wusste ich gar nicht, dass Rituals sowas im Sortiment hat. Richtig cool. Echt. Na, wenn das hilft. Ich hoffe, dass sowas dann auch wirklich gegen, bei wasserfestem Make-up funktioniert. Aber ja, finde ich schön. Ich benutze ja meistens diese Washies, aber ja, wenn es da wirklich an kritische Stellen geht oder wenn das Augen-Make-up so gar nicht runtergehen will, dann muss ich halt zu solchen Sachen zurückgreifen. Aber richtig, richtig cool. Der 16. Dezember ist der dritte Adventssonntag und da haben wir wieder eine von diesen mega gut riechenden Kerzen drin. Oh, ich kann
kann mich da gar nicht dran satt riechen. Ne? Und ich freue mich drauf, wenn ich das auf meinem Adventsgesteck stehen habe und dann das ganze Haus danach riecht. Oh, das wird schön. Hier haben wir in der Nummer 17 wieder ein Ritual of Ayurveda, ein Balancing Shower Gel. Aha. Süß. Ja, das riecht so ungefähr wie das Duschgel, was ich gerade, also dieses Schaumgel, also du drückst oben drauf und dann kommt das in die Hand als Gel und dann wird das ganz schnell zu Schaum. Es riecht ziemlich genauso. Ist nicht ganz so mein Favorite Duft. Also ich denke, dass der dann auch weiter wandern wird. Da habe ich lieber andere Düfte unter der Dusche. Leider. In der Nummer 18 haben wir Ritual of Namaste. Ein Cleansing Foam. In dieser schönen Tube. Ich finde, hier sind echt große Größen drin. Das muss man wirklich sagen. Das finde ich auch richtig geil. Das riecht sehr, sehr dezent. Aber riecht gut. Moringa and Holy Lotus. Ja, so ein bisschen blumig, fruchtig riecht. Das riecht mega gut. Gefällt mir. Yay, 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 yay. Die Nummer 19 ist wieder eine kleine Ampulle. Und dieses Mal haben wir The Ritual of Namaste. Ein Glow Anti-Aging Peeling. Ampullen-Ding. Gut, dass ich der deutschen Sprache noch durchaus mächtig bin, aber der englischen nicht immer. Ja, so eine schöne kleine Ampulle ist da mit drin. Gefällt mir gut. Die 20 ist The Ritual of Happy Buddha. Sowas gefällt mir grundsätzlich, ne? Solche Namensgebungen. Smile and the world smiles back. Das stimmt, Leute. Buddha Belly Body Cream. Sweet Orange and Cedarwood. Aha, wunderschön, gefällt mir. Eine Body Cream. Riecht sehr, sehr schön nach Orange. Also das passt gut vom Geruch her tatsächlich zu Weihnachten, zu der Weihnachtszeit. Und dafür ist es ja auch gedacht. Ja, das wird ein Spaß. Die Nummer 21. Oh, schon die Nummer 21. Wie doof. Ritual of Karma, ein Body Mist. Ach schön, Holy Lotus and Organic White Tea. Sehr cool, das ist so ein Body Spray, das mag ich auch gerne. Ist jetzt nicht unbedingt was für den Winter, sage ich mal. Das würde ich dann eher im Sommer mit in die Handtasche packen. Das ist dafür auch eine schöne Größe. Oh, und das riecht richtig schön frisch. Also für den Sommer ist das ein Highlight. Richtig gut. So hat man dann auch noch so ein bisschen was, wenn die Weihnachtszeit vorbei ist. Und da sind wir schon bei der Nummer 22. The Ritual of Ayurveda Hydrating Hand Lotion. Ich glaube, davon habe ich schon insgesamt zwei Stück. Eine habe ich euch in den Adventskalender gepackt, eine habe ich selber. Die wird dann auch demnächst nochmal verlost. Der 23. Dezember ist der vierte Weihnachtstag. Und da haben wir wieder eine Kerze. Oh, ich liebe diesen Geruch. Das ist so leicht männlich, aber auch frisch und irgendwie so... Erfreut die Sinne. Tja, da sind wir auch leider schon bei Heiligabend angekommen, beim letzten Kläppchen. Und da haben wir The Ritual of Yalda. May all your wishes come true. Foaming Shower Gel, Watermelon and Pomegranate. Also das ist genau das, was ich gerade unter der Dusche habe. Nur halt in einer anderen Geruchsrichtung. Mega, mega gut. Der Kalender ist leider schon leer. Das war's schon. Aber so schöne Sachen da drin. Oh, ist das toll. Also ich finde auf jeden Fall, dass sich die Investition gelohnt hat. Ich schreibe euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte hin. Ich feiere es total und habe da richtig Freude dran. Ich freue mich drauf, die ganzen Produkte auszuprobieren, was ich halt davon verwenden werde. Das wird ein Großteil sein. Ja, natürlich, das Männerprodukt kann ich nicht verwenden, die Stückseife. Weiß ich noch nicht. Die dreifach mittlerweile in meinem Besitz befindliche Handcreme brauche ich auch nicht. Aber gut. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Lasst es euch einfach gut gehen. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten verlinke ich euch mal meinen neuesten Upload. Und hier auf der Seite könnt ihr mich, wenn ihr mögt, kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!